Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja Leute, es ist richtig cool. Wir sind gerade auf dem Weg, also sind alle im Auto. Und ich verrate noch nicht, was gleich passiert, denn ich habe es die ganze Zeit vor euch geheim gehalten. Und ich glaube, ihr habt es jetzt eigentlich schon im Titel gesehen, dass es um Zuwachs gehen wird. Das Tier wird wahrscheinlich Kiwi heißen. Wir haben die ganze Zeit entschieden zwischen Kiwi, Mayo und Vanille, weil ich wollte eigentlich das Tier Vanilla nennen, weil ich kann schon mal sagen, dass die Farbe so ähnlich ist wie Gollums Fellfarbe. Ist das nicht diese YouTuberin Hella Gabbard? Ja, das bin ich. Da schaue ich mal, dass ich dann gleich auch ein bisschen was filmen kann für euch. Das wird so süß sein, Leute. Ich freue mich so darauf. Deshalb wollte ich auch unbedingt mitkommen und euch dann natürlich auch mitnehmen. Gleich werden wir überfahren, aber wir haben es dann auf Video, wer uns überfahren hat. Ich bin schon mega aufgeregt. Und du, Konrad? Ja, ich auch. Ich habe gehört, dass der sehr süß sein soll. Er soll ja Kiwi heißen. Könnt ihr nochmal abstimmen, weil wir sind uns auch noch nicht sicher mit dem Namen. Einfach in den Kommentaren Kiwi, Mayo oder Vanille heißen soll. Ich glaube, ich tendiere zu Kiwi, weil das kann man so einfach sagen und ist trotzdem so süß und frech. Aber als erstes dachte ich an Vanille, weil Vanilla hört sich ja eigentlich ganz nice an für so ein Tier, was auch diese Fellfarbe halt hat. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein bisschen lang zum Reden. Hallo. Hi. So süß. Die sind so klein. Und Mama, wie fühlst du dich mit deinem neuen Hund? Süß. Er ist ein ganz süßes Baby. Hallo Baby. Eine kleine Kiwi. Oh mein Gott, sie sieht so süß aus. Sie hat so eine kleine braune Nase. Mega niedlich. Also Leute, wir sind jetzt wieder raus und wie ihr sehen könntet, ist sie mega, mega süß. Ich habe sie ja davor auch noch gar kein einziges Mal gesehen. Und also süßer geht's halt nicht. Und sie ist einfach so mega mini, mini klein. Also stell mal vor, das wird jetzt zu so ein Golden Retriever. Ah. Das wär's, einfach so ein Golden Retriever. Alles gut. Hey. Alles gut, Kleine. Hi. Papa, schau sie mal an. Och Mann, du Kleine. So klein und süß, oder? Oh. Das ist Happy, die kennt ihr ja schon aus meinen Videos. Oh mein Gott, wie süß! Oh mein Gott, die freut sich so richtig, dass Happy da ist. Seht ihr das? Ja, das ist ja. Die denkt so, oh mein Gott. Ihr doch nicht allein. So, jetzt zeige ich euch noch einmal die süßen Sachen, die Mama für die Kleine gekauft hat. Und zwar haben wir uns nämlich ein bisschen vorbereitet. Natürlich haben wir schon einen anderen Hund. Wir wollten halt noch ein paar andere Sachen, beziehungsweise hatte Mama einfach Kaufrausch, weil dieser neue Hund kam und sie hat sich so darauf gefreut, dass sie ein paar Sachen gekauft hat. Und zwar fange ich als erstes an mit dieser Futterschale. Eine Seite Futter, eine Seite Wasser. Und das ist echt extrem praktisch, weil man das dann hier einfach so rausnehmen kann. Und hier haben wir ja zum Beispiel schon Wasser drin. Daraus hat sie auch schon getrunken. Und auf der anderen Seite kann man dann Futter reintun. Das ist sehr praktisch, damit auch jeder Hund sein eigenes Näpfchen hat. Dann mache ich weiter. Natürlich dieses Geschirr, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Das hat sie ja jetzt auch an. Und das ist echt mega süß. Alles in rosa gehalten mit so einer kleinen Mini-Leine. Aber wir haben hier jetzt auch noch mal so eine längere Leine. Die ist halt auch in pink. Hat hier dieses System, ich glaube, das kennt halt auch schon jeder, dass man das hier, ich habe halt in einer Hand diese Kamera, dass man das hier rausziehen kann. Also wenn sie dann läuft, zieht das halt mit.
Und man kann das dann hiermit auch stoppen. Das ist eigentlich echt richtig praktisch. Und das hat Mama sich dann auch noch gekauft. Jetzt kommen wir noch zu einem Teil, das ist auch sehr cool. Und zwar, das ist auch so eine Tränke zum Mitnehmen. Also kann man da Wasser reintun und Mama ist ja immer viel unterwegs. Und da will sie ihn natürlich auch immer mitnehmen. Und dann kann man hier sozusagen das Wasser reintun, das ein bisschen öffnen. Und dann kann sie, also kann Kiwi hier raus dann trinken. Und das sind jetzt erstmal so die ersten Sachen, die Kiwi jetzt bei uns hat. Aber ich denke, da kommt noch ein bisschen was dazu. Aber an sich braucht man ja nicht viel für einen Hund. Also für Happy haben wir jetzt halt auch nur ein Halsband so und dann ein paar Leinen. Ich werde euch die paar Tage noch ein bisschen mitnehmen, wie sie sich so entwickelt. Ich hoffe, euch interessiert das auch. Und ja. So Leute, die erste Nacht hat sie überstanden. Da liegt übrigens unsere Katze Amy da hinten. Und sie tut ihr nichts. Das ist schon mal sehr gut. Aber Amy ist eh immer mega lieb zu allen Tieren. Außer unserem Hamster. Den wollte sie mal fressen. Und ja, die erste Nacht war richtig gut. Also, Mama musste zweimal aufstehen mit ihr. Sie sagt das einfach jetzt schon immer, wenn sie auf Klo muss. Das ist natürlich richtig, richtig gut. Und jetzt liegt sie hier bei Helly im Bett. Oh, wie süß sie einfach ist. Ich weiß auch nicht, ob wir wirklich beim Namen Kiwi bleiben. Ich finde Kiwi richtig süß. Ja, aber ich weiß nicht, auf Kiwi hört sie irgendwie noch nicht. Oh, das ist auch süß, wenn die so gehen. Und jetzt beißt sie sich halt auch an. Sie beißt sie mit ihren Fuß. Oh, Recken. Finde ich auch total entspannt. Schaut euch das einfach an, wie klein dieser Fuchs ist. Na? Amy ist halt echt so lieb. Sie ist halt lieb, die kleine Nase. Gerade geschlafen, nebenbei. Happy ist auch da. Heute ist schon Tag 3. Also Kiwi ist jetzt schon 3 Tage bei uns. Und ja, ich filme jetzt mal kurz rein. Leute, ist das nicht einfach unfassbar süß? Sie hat sich schon richtig, richtig gut eingelebt bei uns. Mama, sagt nochmal, wie sie in der Nacht ist immer. Total gut. Und sie ist heute Nacht auch nur einmal 3.45 Uhr oder so war das gekommen. Dann sind wir rausgegangen, hat sie Pipi gemacht und sind wir wieder schlafen gegangen. Und bisher hat sie noch kein einziges Mal irgendwie ins Haus gemacht oder nein, so, nein, gar nicht. Sie hat noch gar nicht ins Haus gemacht und das klappt halt alles richtig, richtig, richtig gut. Sie ist echt ein Supi-Hund. Und unsere Katze natürlich auch mal wieder mit am Start. Na, Amy? Und Happy ist da auch. Ja, sie ist echt richtig süß. Sie muss natürlich jetzt noch viel schlafen, weil sie natürlich noch ein Baby ist. Ich werde euch dann in weiteren Videos noch ein paar Updates machen. Aber ich glaube, bis hierhin, ja, habt ihr, glaube ich, jetzt schon alles gesehen. Die ist einfach mega süß, also wirklich Zucker. Und jeder Tag ist mit ihr echt sehr toll. Das war es erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns. Tschüss!